Ja, nach diesem unglaublich ohrenbetäubenden, gruseligen Intro begrüße ich euch recht herzlich zu meinem neuen Projekt. Heute mal kein Hi-Ho von mir, weil was wir vor uns haben ist sehr düster, dunkel, brutal, grausam, wie man es bezeichnen möchte. Nämlich Diablo 1, das Original Diablo 1. Mehr oder weniger. Ich spiele nämlich die GOG HD-Version von Diablo 1. Also die Classic-Version hier heute für euch. Kurzes Vorwort zu Diablo 1. Einige von euch werden wahrscheinlich Diablo 2 oder sogar 3 kennen. Diablo 1 ist ein bisschen anders. Also es ist mehr wie Diablo 2 natürlich, weil Diablo 2 hatte Diablo 1 als Vorbild. Aber solche Sachen wie Skills zum Beispiel, also Skilltrees, oder wie man aus Diablo 1, Diablo 3 kennt, die ganzen fancy Skill-Sachen, Kaboom, Explosionen und so, die fallen hier leider ein bisschen flach. Das werdet ihr aber nachher sehen. Was ich an Diablo 1 jedoch recht schön finde, also aber was auch bei Diablo 2 größtenteils erhalten geblieben ist, ist der Wiederspielwert. Einfach dadurch, dass wir mehrere Klassen haben, die sich unterschiedlich spielen. Und dadurch, dass wir nicht nur autogenerierte Dungeons haben, also die bei jedem Playthrough neu erstellt werden, sondern auch, dass es den sogenannten Questpool gibt. Beim Questpool ist es so, bei jedem Playthrough gibt es Quests, die nicht vorkommen. Und zwar es gibt mehrere Quests, die sind in Pools eingeteilt. Also zum Beispiel Quest A, B, C sind in Questpool 1. Und von Quest A, B und C kommt pro Playthrough einer nicht vor. Also wir können einen Playthrough haben, wo wir Quest A und C haben, oder Quest A und B, oder Quest B und C, aber niemals alle drei. Das erhöht zumal den Wiederspielwert, dadurch, dass wir nie genau wissen, welche Quests wir jetzt bei diesem Playthrough kriegen. Gut, ich würde sagen, dann starten wir jetzt einfach mal rein in den Singleplayer. Wie ich gesagt habe, wir haben mehrere Klassen, nämlich drei Stück zur Auswahl. Noch eine kleine Sache, und zwar, ich habe gesagt, ich spiele Diablo Classic, also die HD-Variante von GOG Classic. Es gibt aber noch die Hellfire Expansion, die halt nicht ganz offiziell zu Diablo 1 gehört, weil sie nicht von Blizzard entwickelt wurde, sondern von Sierra. Die fügt zwei neue Dungeons hinzu, soweit ich weiß, und eine neue Klasse. Für den ersten Playthrough, und ja, ich werde mehrere machen, einfach weil ich, wie gesagt, wegen dem hohen Wiederspielwert, vielleicht sogar mit jeder Klasse einmal, werde ich jetzt hier den ersten Playthrough nur mit Classic Diablo machen, damit ihr mal den Unterschied sehen könnt.
auch, was sich so verändern wird. Gut, für den ersten Playthrough nehmen wir den Rogue. Also erstmal will ich euch die drei Klassen vorstellen. Wir haben den Warrior, den Rogue und den Sorcerer. Also klassisch Nahkämpfer, Fernkämpfer, Magier. Sieht man auch hier an den Werten. Krieger hat mehr Stärke und Vitality, dafür sehr wenig Magie und mittlere Dexterity. Rogue hat dafür hohe Dexterity, mittlere Stärke und Vitality und auch immer noch geringere Magic. Und der Sorcerer eben sehr hohe Magic, durchschnittliche Vitality und Stärke Dexterity sehr gering. Ich nehme, wie gesagt, den Rogue für das erste Playthrough, weil meiner Meinung nach der Rogue wohl der einfachste Charakter ist. Also in Diablo 1 ist man als Nahkämpfer schon ziemlich hart dran. Und Sorcerer habe ich nicht so wirklich gespielt, dass ich mich gut mit dem umgehen kann. Also, ja, werden wir für den auch ein bisschen brauchen. Wir nehmen den Rogue als erstes. Das ist unsere gute Silastra, die man vielleicht auch aus noch anderen meiner Let's Plays kennt. Und dann starten wir einfach mal rein. So. Hey, Diablo 1 Grafik. Sogar in Format 4:3, also ihr seht das Format genauso wie ich es sehe. Menüs und alles, Heiltränke. Wir haben Gold, das sogar noch im Inventar getragen wird. Und ja, das hier ist unser Inventar, dieses Raster hier. Unsere Rüstungsslots, wir tragen im Augenblick nur eine Waffe. Spells. Wie gesagt, es gibt keine Skilltrees, es gibt nur Spells, die wir im Dungeon finden und lernen können, in Form von Büchern. Am Anfang haben wir so einen Startskill, der kein Mana kostet. Im Fall vom Rogue ist es halt Trap Disarm, also Fallen entschärfen. Und ja, bevor wir jetzt loslegen, kurze Vorgeschichte. König Leoric ist auf Anraten von Erzbischof Lazarus nach Tristram umgezogen in die hiesige Kapelle. Irgendwann im Laufe der Zeit ist erstmal der König immer verbitterter geworden und härter. Und dann ist eines Nachts sein zweitgeborener Sohn verschwunden. Kurz darauf ist er selber verschwunden. Und es sind schwarze Reiter aufgetaucht, die Tristram und das Umland verwüstet haben. Der erstgeborene Sohn des Königs war in der Zeit auf einem Schlachtzug, den der König angeordnet hat. Jemand in Tristram hat ihm einen Brief geschickt, er soll doch bitte zurückkommen, weil es Probleme gibt. Und ja, unser Rook hier ist einer der Begleiter des Prinzen. Der Prinz ist übrigens der Warrior-Charakter. Nur um das mal vorwegzunehmen. So, und jetzt sind wir in Tristram angekommen. Und müssen mit dem Wirt sprechen, da der uns diesen Brief geschickt hat. Also ich möchte das ein bisschen mal storymäßig fürs erste Mal aufbauen, weil die Story von Diablo 1, sie bleibt meistens gerne auf der Strecke liegen. Hier haben wir übrigens gerade mal so ein Beispiel für den Questpool, der gelbe Brunnen hier. Der deutet schon mal darauf hin, dass wir eine Quest auf jeden Fall haben werden. Aber ich will da nicht viel vorwegnehmen. Das heißt, eine andere Quest, was ich schade finde für diesen Playthrough, fällt schon mal weg. Ich hoffe, dass wir sie in den anderen Playthroughs dann sehen. Die Quest ist dann auch nämlich sehr interessant. Also, wir sollen mit Ortgen, dem Tavernenbesitzer, reden, weil der hat eben die Quest, den Brief geschrieben. Und dann hören wir mal. Thank goodness you returned. Much has changed since you lived here, my friend. All was peaceful until the Dark Riders came and destroyed our village. Many were cut down where they stood, and those who took up arms were slain or dragged away to become slaves, or worse. The church at the edge of town has been desecrated and is being used for dark rituals. The screams that echo in the night are inhuman, but some of our townsfolk may yet survive. Follow the path that lies between my tavern and the blacksmith's shop to find the church and save who you can. Perhaps I can tell you more if we speak again. Good luck. Also ja, wie gesagt, er hat jetzt die schwarzen Reiter erwähnt. Und ich muss mal das hier noch ein bisschen leiser machen. So. Mir ist die Musik ehrlich gesagt etwas zu laut.
Also, wie gesagt, er hat die schwarzen Reiter erwähnt, die Tristram verwüstet haben und Leute getötet und entführt haben und in die Kathedrale hinter ihm verschleppt haben. Und mehr hat er auch gerade nicht zu sagen. Er wiederholt das Ganze. So, wir können uns jetzt aber noch mit den Leuten hier unterhalten. Es gibt ein paar Leute. Manche sind nur Questgeber, andere sind für Sachen zu gebrauchen. Also ist das hier jetzt unsere kleine Tour de Tristram. Also erstmal haben wir hier Gillian, die Bardame. Good day. How may I serve you? Bei der können wir uns Gossip anhören. My grandmother had a dream that you would come and talk to me. She has visions, you know, and can see into the future. Ja gut, sie sagt nur, dass ihre Großmutter Visionen hat. Und sie gesagt hat, dass ich komme und mit ihr sprechen werde. Hier ist Pepin der Heiler, den wir öfter mal besuchen werden. Allein schon, weil wir Heiltränke brauchen. What ails you, my friend? Also ja, hier können wir bisschen Feeling machen, um geheilt zu werden und Items kaufen. Mit 100 Gold ist da aber allerdings noch nicht viel. Also auch Scrolls of Feeling kriegen wir hier bei ihm. Für was die sind, werden wir später sehen. Wir können aber erstmal mit ihm reden. I really don't understand why Ogden stays here in Tristram. He suffers from a slight nervous condition, but he is an intelligent and industrious man who would do very well wherever he went. I suppose it may be the fear of the many murders that happen in the surrounding countryside, or perhaps the wishes of his wife that keep him and his family where they are. Ja, fragt sich nur, warum Ogden noch nicht das Land verlassen hat. What ails you, my friend? I really don't understand. Ja, und mehr hat er auch gerade nichts zu sagen. Das ist Deckard Cain. Den werden einige wahrscheinlich aus Diablo 2 und 3 kennen. Hello, my friend. Stay a while and listen. Er übernimmt für Diablo 2 auch die Rolle zum Identifizieren. Nur, dass wir bei ihm halt zahlen müssen im ersten Teil. Aber wir können uns mal anhören, was er zu sagen hat. Ah, Pepin. I count him as a true friend. Perhaps the closest I have here. He is a bit addled at times. But never a more caring or considerate soul has existed. His knowledge and skills are equaled by few, and his door is always open. Ja, redet über Pepin, den Heiler. Dann haben wir hier noch Griswold, unseren Schmied. Well, what can I do for you? Wo wir Items halt kaufen könnten. Also Armor, wenn wir bräuchten. Oder auch Premium-Items, wo wir halt später viel einkaufen werden. Halt, um bessere Ausrüstung zu kriegen. Und auch Waffen, Rüstungen verkaufen können. Was hat er zu sagen? Look at that edge, that balance. A sword in the right hands and against the right foe is the master of all weapons. Its keen blade finds little to hack or pierce on the undead. But against a living, breathing enemy, a sword will better slice their flesh. Ja gut, er gibt uns eigentlich einen Tipp für den Warrior, nämlich dass Schwerter gut sind gegen Gegner mit Fleisch, aber nicht so gut gegen Gegner, die aus Knochen bestehen, also eigentlich Untote allgemein. Dafür sollte man eher stumpfe Waffen nehmen. So, dann haben wir als nächstes hier hinten versteckt, etwas abseits. Adria, die Hexe. I sense a soul in search of answers. Sie hat auch was zu sagen. To a man who only knows iron, there is no greater magic than steel. The blacksmith Griswold is more of a sorcerer than he knows. His ability to meld fire and metal is unequaled in this land. Mhm. Ja, bei ihr können wir magische Sachen verkaufen. Also auch Potions. Und können bei ihr, wenn wir bräuchten, Mana-Potions kaufen, Stadtportal-Schriftrollen, die sehr wichtig sind. Und auch andere Schriftrollen und Zauberbücher, glaube ich, auch sogar. Okay, sie hat gar keine Bücher im Angebot, aber halt jede Menge Schriftrollen. Und ja, wenn ihr euch wundert, im Gegensatz zu Diablo 2 gibt es in Diablo 1 kein Rennen. Wir können nur gehen.
Ja, einen habe ich noch, bevor wir dann uns zur Kathedrale aufmachen. Der versteckt sich nämlich hier etwas außerhalb. Jetzt muss ich nur die Brücke. Also da ist er. Muss ich nur die Brücke finden. Also ja, sie sind ein bisschen verteilt und durch das langsame Gehen kann es ein bisschen anstrengend werden manchmal. Over here. Das hier ist nämlich Wirt. The Peck-Legged Boy, also er hat ein Holzbein. I guess I owe the blacksmith my life. What there is of it. Sure, Griswold offered me an apprenticeship at the smithy. He's a nice enough guy, but I'll never get enough money to... Well, let's just say that I have definite plans that require a large amount of gold. Ja, okay. Wirt ist ein kleiner Junge, der einen Haufen Geld braucht für irgendeinen Plan, den er nicht verraten will. Und ja, Adria hat noch gemeint, dass Griswold ein sehr talentierter Schmied ist. Also einfach nur Gossip, damit man die Charaktere ein bisschen besser kennenlernt. Der Gossip ändert sich übrigens auch von Zeit zu Zeit. Also nicht nur beim neuen Playthrough, sondern auch, wenn wir den Dungeon verlassen und neu betreten. Und da kriegen wir unsere erste Quest, nämlich durch den Wounded Townsman. Please, listen to me. The Archbishop Lazarus. He led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead. Killed by a demon he called the Butcher. Avenge us! Find this Butcher and slay him, so that our souls may finally rest. Your death will be avenged. Ja, das musste ich mal kurz machen. Und zwar ist das jetzt unsere erste Quest, wie man sehen kann, der Butcher. Er hat gerade gesagt, dass der Erzbischof Lazarus, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, die Dorfbewohner zusammengezogen hat und in den Dungeon geführt hat, um den verschollenen Prinzen zu finden. Nur leider hat der Erzbischof sie in eine Falle gelockt und sie wurden alle vom Butcher abgeschlachtet. So, dadurch, dass wir eine Quest angenommen haben, ermöglicht uns das neue Informationen zu kriegen. Nämlich zu jeder Quest hat jeder etwas zu sagen. I know more than you think about that grizzly fiend. His little friends got a hold of me and managed to get my leg before Griswold pulled me out of that hole. I'll put it bluntly. Kill him before he kills you and adds your corpse to his collection. Ja, also der Butcher ist dafür verantwortlich, dass Wirt sein Bein verloren hat. Beziehungsweise seine kleinen Handlanger. Und Griswold hat ihn aus dem Loch rausgezogen, gerade noch so. Also sind Griswold und Wirt ein paar der wenigen Überlebenden des Butchers. Und ja, jeder andere hat noch was zum Butcher zu sagen. Good day. How may I serve you when Farnham said something about a butcher killing people? I immediately discounted it. But since you brought it up, maybe it is true. Ja. Gillian wollte es nicht glauben, dass es den Butcher gibt. Ich glaube, Ogden sagt immer noch nichts zum Neues. Nein, er sagt erst was, wenn wir mal im Dungeon waren. Wow, what can I do for you? So, der Butcher. I saw what Farnham calls the Butcher, as it swathed a path through the bodies of my friends. Ah, he swung a cleaver as large as an axe, hewing limbs and cutting down brave men where they stood. I was separated from the fray by a host of small screeching demons and somehow found the stairway leading out. I never saw that hideous beast again, but his blood-stained visage haunts me to this day. Ja, ich muss zugeben, also Griswold hat gerade gesagt, er war dabei, als der Butcher alle getötet hat und hatte Glück, dass er dank der kleineren Dämonen von ihm abgetrennt wurde und den Weg nach draußen gefunden hat, bevor der Butcher ihn erreichen konnte. Und dass er immer noch vom Gesicht des Butchers verfolgt wird. Ich muss nämlich zugeben, als ich noch jung war und Diablos erstmal gespielt habe, hat der Butcher mich auch echt geschockt. Ich glaube, danach habe ich das erste Mal aufgehört, Diablo zu spielen. Also sehr weit bin ich nie gekommen.